Ja, zurück bei 7 Billion Humans mit Level 43. Level 42 war irgendwie nicht so ruhmreich. Es kann eigentlich nur besser werden. Also fangen wir doch gleich mal damit an. Oh nein, all meine E-Mails und Daten auf meinem PC wurden gelöscht. Wie kann ich mir sowas immer nur passieren? Tja, jetzt müssen wir diese Multiplikationstabelle wiederherstellen, damit ich darin allerhand Sachen überprüfen kann. Und zum Beispiel, wenn ein Sandwich 2 Kalorien enthält und wenn ich 400 Sandwiches esse, wie kommt es, dass ich immer noch mehr Sandwiches essen möchte? Das ist Multiplikation. Sehen Sie das Raster dort drüben? Jeder Würfel sollte das Produkt aus den Werten in den Kopfzeilen und Spalten sein. Nun also, ich lasse Sie da mal diesen Würfel umschreiben. Hui, ich habe bestimmt seit der 3. Klasse nicht mehr so viel Mathematik gemacht. Oh je, Mine. Füllen Sie die Multiplikationstabelle. Jeder Würfel ist das Produkt der Kopfzeile und Kopfspalte. Tipp vom Management. Heben Sie die Kopfzeilen und Spalten nicht auf. Sie explodieren. Ach du meine Güte. Ich glaube, das ist nicht mit 4 Befehlen getan. Also wir sind uns schon mal sicher, dass Würfel auf den 0 steht, dass mit denen noch was getan werden muss. Naja gut, im Endeffekt hätte ich jetzt mal gesagt, so als Grundüberlegung, wir laufen einfach zu einem Würfel, auf dem noch eine 0 steht. Wir können uns ja nicht das Feld merken, habe ich so richtig im Kopf, oder? Ich gehe hier nochmal da. Speichern Sie einen Wert in einem Gedächtnisslot für später. Sie können Zahlen speichern, Dinge, die Sie halten, Dinge um Sie herum, sogar andere Arbeiter. Wenn Sie Set auf ein leeres Feld anwenden, wird der Wert nichts gespeichert und nicht ein bestimmtes Feld. Okay, aber wenn ich jetzt auf der 0 bin und mir das speichere, dann ist die 0 auch immer noch gespeichert, auch wenn, also der speichert sich dann nicht 0, sondern wirklich den Würfel. Das wäre zumindest ja jetzt sehr vorteilhaft. Oh Gott. Die Frage ist, wie finden wir einen Würfel, auf dem 0 steht? Naja, wir können es ja mal so probieren. Nearest Datenwürfel wird in Mem 1 gespeichert. Dann laufen wir dahin. Wenn unter uns eine 0 ist, dann... Ne, dann lassen wir es liegen. Dann... Auch nicht. Doch, Moment. Dann... Dann haben wir eigentlich in Mem 1 schon gespeichert. Wir müssen den dann irgendwie markieren, dass der nicht mehr von anderen Leuten auch noch benutzt wird. Das heißt, ich würde am besten hier sagen, pick up und schreibe da einfach mal 99 rein. Einfach, dass der quasi schon mal reserviert ist. So, und ansonsten müssten wir jetzt, als angenommen, wir haben jetzt hier den Würfel genommen. Dann müssten wir quasi einmal links rüber laufen, um zu wissen, was unser erster Faktor ist, und dann einmal nach oben laufen, um zu wissen, was unser zweiter Faktor ist, und dann die beiden Faktoren miteinander multipliziert hier als Produkt reinschreiben. So, das bedeutet, wenn auf der Zahl, wo ich stehe, eine 0 ist, dann mache ich das. Wenn da, wo ich gerade stehe, was anderes wie eine 0 steht, dann muss ich irgendwo anders hinlaufen.
Else. Auf in irgendeine andere Richtung und guck nach. So. Okay. Ja. Also theoretisch, jetzt müsste das schon dafür reichen, dass die aus den Nullen jeweils 99er machen. Sorry. Und drop. Na, zumindest das klappt schon mal. Die Zahlen hier werden nicht aufgehoben und aus den 99ern werden jeweils, aus den Nullern werden 99er. Das heißt, sie bearbeiten wirklich alle Würfel. Jetzt müssen wir uns also nur noch darum kümmern, dass wir hier Step nach links machen. Wenn... Ich hab's irgendwie nicht so mit dem drauf. Wenn links eine Wand ist, heißt das, wir stehen auf so einem Würfel. Das heißt, wir speichern uns in 2 das, was unter uns steht. So. Und wenn wir das getan haben, dann müssen wir wieder zurück zu dem Würfel laufen, auf den wir vorher hatten. Apropos, den wir vorher hatten. Das heißt, wir müssen jetzt wieder ein Step Mem 1 machen. Dann müssen wir nach oben laufen. Yep, das klappt wunderbar. Nach oben laufen und... Wenn über uns eine Wand ist, dann schreiben wir, dann schreiben wir das, was unter uns liegt, in Mem3 rein. Steppen zu Mem1 zurück und falsch und ach so, Moment. Und Mem2 mal das, was unter uns steht. So, da steht in Mem3. Wir können eigentlich gleich in Mem2 reinschreiben. Haben wir es gespart. Also, wir überschreiben das, was in der Spalte hier stand, in der Zeile hier stand, mit dem Produkt aus dem, was hier stand und dem, was hier stand. So, das steht dann in Mem2. Wir gehen zu Mem1 zurück. Picken das ab. Schreiben Mem2 rein und laufen irgendwo anders hin und fangen von vorne an. Oh Gott, hoffentlich hat das jetzt geklappt. Okay, das klappt so irgendwie gar nicht. Wenn über uns... Ach, weil das... ja. Kommando zurück, da hat noch was gefehlt. Wenn über uns eine Wand ist, dann machen wir das. Wenn nicht, laufen wir weiter nach oben. So. So, die gute Frau hier, die wird als erstes ihr 9x1 hinbekommen. Neun mal zwei, neun mal drei, neun mal vier. Sie geht zurück, schreibt da, was machst du da? Ich hab das Drop vergessen. Ich krieg die Krise. Ich hab das Drop vergessen. Meine Güte.
So. Sie hat jetzt die 9 in der Hand. Sie droppt's. Sie geht irgendwo zufälligerweise hin. Und läuft wieder dahin. So. Was passiert mit ihr? Sie schreibt gerade die 18, droppt die, geht irgendwo zufällig hin. Jetzt ist sie hier auf eine 99 gelaufen, stellt aber fest, dass das hier keine 0 ist. Das heißt, sie geht wieder irgendwo anders zufällig hin. Sehr schön. Du, meine Liebe, du scheinst gerade... Ach so, du bist schon auf dem Weg zu was Neuem. Sehr gut. Lass uns einfach mal weiterlaufen. So, ich beobachte mal gerade so ein bisschen. Also was ich hier sehe, scheint zumindest mal zu stimmen. Sie scheinen hier auch keinen Quatsch zu machen. Es mag also sein, dass das Ganze vielleicht etwas langsam ist, aber es sollte zumindest richtig sein. So, die erste Spalte ist damit schon erledigt. Die zweite, wie ich sehe, auch. Bei der dritten haben wir noch zwei, die gar nicht angefasst wurden. Bei der vierten sind wir schon fertig, bis auf diese eine, die jetzt gerade noch in Bearbeitung ist. Da ist hier unser Ernesto dabei. Spalte 5 wird auch bald fertig. Und hier sind noch diverse Zahlen. Sehr spannend, wann mal wieder eine hier von denen zufällig auf dieses Feld hier stößt. Das kann jetzt natürlich ewig dauern. Na, ah, vielleicht. Na, komm, fast. Noch ein bisschen. Nein, falsch. Ja, noch höher, höher, höher. Nein, nach oben, nach oben. Ah. Naja, die Wahrscheinlichkeit steigt ja jetzt rechts. Jetzt sind ja quasi alle, wie viel haben wir, 2, 4, 6, 8, 9, alle 9 Leute sind jetzt theoretisch auf der Suche nach diesem Feld. Na endlich, sie hat's gefunden. Oh, und da oben haben wir auch noch eine 0. Komm, die findet jetzt auch noch einer. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch. Juhu, die ist fertig. Na los. traut euch, traut euch. Die Null beißt euch nicht. Wieso lauft ihr denn da immer wieder hoch? Seid ihr doof? Tatsächlich haben wir es geschafft. Ich glaube, ich weiß gerade, wo das Problem wird. Dadurch, dass der zu den Nearest läuft. Nun, das ist unangenehm. Ihre Lösung hat mehr als 50% Tests nicht bestanden. Ich glaube, das Problem liegt darin, dass wir, wenn wir da hochspringen, dass wir den Nearest Datenwürfel suchen und dahin laufen. Vielleicht sollte ich da noch was einbauen. Und zwar, wenn über uns eine Wand ist, dann lauf bitte einfach zweimal nach unten. Meinetwegen auch zufällig in eine von den Richtungen hier. Aber Hauptsache, die kommen weg von der Wand da oben. Das gleiche ist, wenn sie da drüben sind. If links ist eine Wand, dann geht bitte irgendwie nach rechts. So. Neuer Versuch.
Da habt ihr noch was übersehen, Leute. Die 7 fehlt. Ja, er hat's geschafft. So, dann haben wir hier noch eine 0. Da fehlt eindeutig die 12. Sehr schön. Dann ist hier die 0. Die möchte ich da auch nicht haben. Danke. Jo. Das lief doch auch schon sehr viel schneller. Und alles ist grün. Sehr schön. Ja. Was? Zielzeit 53 Sekunden. Okay. Ach so, mir fällt gerade eine Sache auf. Wir haben ja hier pro Spalte haben wir ja einen Menschen, der sich darum kümmern könnte. Oh, bin ich blöd. Wir bräuchten das ja hier gar nicht. Wir könnten ja auch einfach sagen, guck dir die Zahl an und dann beim Runterlaufen mach einfach hier deine eigene Multiplikation. Wir müssen ja nur einen Zähler hochzählen. Naja, okay. Sei es drum. Wir gucken uns noch die Themenparty Einzigartigkeit an. Oha. Zeit für eine Party! Würden Sie alle bitte Ihren modischen Datenwürfel aufhaben, den Sie direkt unter sich finden? Anschließend finden Sie sie bitte, finden Sie sich bitte im exklusiven Partybereich ein. Machen Sie es sich gemütlich. Sprechen Sie über Ihre Haustiere, Ihre Lieblingsfarbe oder darüber, wie sehr Ihnen diese Arbeit gefällt. Egal. Oh, was ist das denn? Jemand hat den gleichen modischen Datenwürfel wie Sie? Tja, leider kann es wirklich nur einen geben. Also muss jede Arbeitskraft, die unvorsichtigerweise einen wiederholten Wert trägt, zusammen mit ihrem Datenwürfel in einen sehr praktischen gelegenen Löcher im Boden springen. Ja, wir können nicht alle Freunde sein. Keine Sorge, ich hatte seit den 90ern keine Freunde und sehen Sie, wo ich es gebraucht habe? Wohin ich es gebracht habe? Ich glaube, so schnell wird die Aufgabe auch nicht zu lösen sein. Tja, mal gucken. Also, alle Arbeiter müssen ihren Datenwürfel aufheben und ins Partyzimmer gehen. Aber jeder Würfelwert darf dort nur einmal bleiben. Zusammen mit der glücklichen Arbeitskraft, die diesen Würfel trägt. Jede Arbeitskraft mit einem redundanten Wert muss zusammen mit ihrem Würfel in ein Ausgangsloch springen. Tipp: Die Werte der Datenwürfel sind im Bereich 0 bis 6. Ach du Heilige. Naja, gut. Also, wir sind uns, glaube ich, alle einig, das brauchen wir schon mal. Und damit heben die schon mal ihren Würfel auf. Tja, und dann wird's spannend. Ich meine, man könnte die einfach sortieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment mal, wenn es nur die Werte 0 bis 6 gibt. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann ist das doch eigentlich einfach. Ich muss nur prüfen, wenn die hier durchlaufen, an der Stelle eine Markierung setzen. Wenn ich die Zahl 0 habe, dann gehe ich nur 1 vor. Wenn ich die Zahl 1 habe, gehe ich 2 vor und so weiter. Und wenn ich dann hier stehe und ich müsste da hingehen und da steht aber schon jemand, dann springe ich ins Loch, weil dann heißt es, ich habe die gleiche Zahl. Also, wir steppen nach unten, bis wir an der Wand sind. Das ist schon mal das... So. Wenn da unten eine Wand ist, dann müssen wir nach rechts.
Das heißt, wir steppen nach rechts. So, if oben eine Wand. Ach nee, können wir noch einfach machen. If da unten ist ein Loch. Ab da wird's interessant. Ansonsten kannst du weiter nach rechts laufen. So, an der Stelle speichern wir in Mem1 das, was wir in den Händen halten. Plus 1 eigentlich. Kann man nicht auch direkt sagen, mein Ding, genau, mein Ding plus 1 wird jetzt gespeichert. Also in Mem1 steht jetzt, wie viele Schritte wir noch laufen müssen. If Mem1 größer 0, Step rechts. So. Wenn nicht, das heißt, wir sind fertig mit Laufen. Gehen wir eins nach oben, so quasi wir haben jetzt hier unsere Endposition gefunden und parken ein, indem wir eins nach oben laufen. Und beenden das da. So. Wenn wir eins nach rechts gelaufen sind und das Ding ist 0. Ah, pass mal auf. Else, wenn aber über uns ein Arbeiter steht, dann heißt das, dass wir überflüssig sind. Dann laufen wir mit unserem Würfel einfach eins nach unten und sind weg. So, wenn nicht, fertig. Ich glaube, so könnte das funktionieren. Lass uns mal einfach starten und gucken, was passiert. So, der hier dürfte der erste sein. Nee, okay, sie ist die erste. So, sie erkennt jetzt, dass hier ein Loch ist und speichert sich ihre... Was haben wir hier? Die 1. Speichert sich ihre 1. Plus 1 genau ist 2. So, das heißt, sie läuft jetzt 1 weiter. Was? Nein! Was? 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 Warum? Moment! Wieso? Wieso? Was macht die denn da? Hä? Hä? Was macht ihr denn da? Sie kann jetzt gerade nicht nach da laufen, weil da steht noch jemand. Oh, ich bin schon wieder doof. Ich habe ja vergessen, dass ich ja hier noch updaten muss. Genau, das heißt, wir ziehen dann jetzt hier einfach eins ab. So. Klar, das hat natürlich noch gefehlt. Jetzt aber. Ja, so ist gut. So, er hier
Er ist ja jetzt dann schon da. Das heißt, Größe 0 gilt nicht mehr. Und er geht jetzt 1 nach oben. Und ist fertig. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. 5, 2, 4, 5. Der hier ist der Erste, der ins Loch springen wird. Okay, ich korrigiere mich. Er ist nicht der Erste, der ins Loch springt. Da waren schon andere. Aber so sieht's doch eigentlich ganz gut aus. So kann man natürlich die Partygäste auch dezimieren. Und weg mit dir. 11 Befehle. Na, das ist nur wirklich wenig. Ja, gut, doppelt so schlecht. Fast doppelt so viel Befehle. Es ist irgendwie, das wird nichts mehr. Naja, ich würde sagen, wir haben uns trotzdem ein Video verdient. Aber ich glaube, das schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Das ist echt, das wird noch spannend und wir beginnen jetzt erst mit Phase 3. Und so wie das hier klingt, können die sich jetzt auch noch gegenseitig was erzählen. Das wird noch spannend. Das wird noch sehr spannend. Naja, ich würde sagen, das wird dann aber erst in der nächsten Folge passieren. Ich glaube, so langsam kommen wir auf ein Level pro Folge runter. Es wird interessant werden. Naja, also ich wünsche euch, ja, viel Spaß in der Zwischenzeit bis zur nächsten Folge. Puh. Vielleicht wird's, naja, egal. Ich fange schon wieder an zu grübeln und zu überlegen und überhaupt, es steht alles noch vor uns. Und vielleicht sollte ich einfach nur für heute Schluss machen. Naja, also, macht's gut, Leute. Danke fürs immer noch dabei sein und ciao, tschüss.